Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören rein bei dem vorletzten Song vom Nina Chuba Glas Album, den wir noch nicht gehört haben. Und der heißt passenderweise auch Glas. Also der titelgebende Song, von dem ich mir sehr, sehr viel erwarte, muss ich sagen. Weil irgendwie, wenn das so der Title-Track ist, hat er ja eigentlich sogar immer auch ein Musikvideo. Der ist ja hier jetzt nicht. Aber ich bin umso gespannter, jetzt zu hören, was das für ein Vibe sein wird. Die letzten Songs waren so ein bisschen, weiß ich nicht, partymäßiger, könnte man sagen. Auf jeden Fall zumindest Freitag. Der ist auch direkt in meiner Party-Playlist gelandet. Und ja, jetzt haben wir Glas bekommen. Ich freue mich sehr drauf. Link zum Original natürlich ganz oben in der Beschreibung. Schreibt mir gerne nochmal euren Top-Track rein. Oder auch den ihr vielleicht erst gar nicht so als super stark empfunden habt und dann aber irgendwie euch erwischt habt, wie ihr den doch immer wieder gehört habt. Das würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Glas. Ich glaube, der wird ein bisschen ruhiger. Fängt sehr schön an auf jeden Fall. Ein Teil von dir ab oder alles, was du hast, und ich mach mich wieder ganz. Boah. Rotes Kleid, dunkelroyal, ich trag Ohrringe aus Glas, damit du mich brechen kannst. Wir sind zu zweit, aber ich bin allein und ich frag mich so oft, ob du gerade überhaupt willst, dass ich bleibe, Mann. Ich kenn dich schon eine Weile, immer das Gleiche. Wohnst in meinem Kopf, aber sag, war ich denn überhaupt schon mal in deinem? Boah, wie so ihre tiefe Stimme so ein bisschen rausgekommen ist. Gib mir einen Teil von dir ab oder alles, was du hast. Stark. Und ich mach mich wieder ganz. Rotes Kleid, dunkelroyal, ich trag Ohrringe aus Glas, damit du mich brechen kannst. Boah. Das ist wunderschön, wunderschön. Es bleibt immer wie es war. Ich trag Ohrringe aus Glas, damit du mich brechen kannst. Du klopfst an mich. Diese hohe Stimme von ihr liebe ich so sehr, ne? Lass dich rein, ja. Candlelight, aber es ist kalt. Immer neu grad in deinen Armen. Und du füllst dir nochmal nach, füllst dir nochmal nach, ja. Ich muss wirklich sagen, ich liebe, wie vielseitig dieses Album ist und ich liebe, dass das der Titeltrack ist, weil das einfach so ein Schrei ins Gesicht ist für die Leute, die eben denken, dass Nina Chuba nur diese eine Art von Musik macht oder sie halt durch Wildberry Lele vielleicht nur kennen und sagen, ach, die macht ja nur so eine Musik, die aber verpassen, wie vielseitig der Mensch Nina Chuba eigentlich ist. Das, was bei mir fehlt. Das, was ich krieg, das versuch ich zu nehmen. Gib mir einen Teil von dir ab oder alles, was du hast, und ich mach mich wieder ganz. Wow. Rotes Kleid, dunkelroyal, ich trag Ohrringe aus Glas, damit du mich brechen kannst. Das liebe ich. Das hört sich so gut an. Also wirklich. Es bleibt immer wie es war. Ich trag Ohrringe aus Glas, damit du mich brechen kannst. Oh mein Gott, Bro, ich liebe auch, wie am Ende der Beat, das Instrumental, komplett rausgenommen wurde. Komplett rausgenommen wurde und man ihre Raw Vocals einfach nur noch gehört hat am Ende. Holy, ey. Wunderschöner Song, der auf jeden Fall auch in meinem Kopf hatte, der ein wunderschönes Musikvideo, sage ich euch, wie es ist. In so einem, ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen komisch. Ich stelle mir oft bei Songs, die kein Musikvideo haben, Musikvideos vor. So Spiegelkabinettmäßig hatte ich irgendwas im Kopf. Ja, als kleine Info für euch, bitteschön. ey, richtig schöner Song, holy shit. Wie gesagt, der perfekte Song als Titelsong, in my opinion. Und halt wirklich einfach nur so zu unterstreichen. Wie vielseitig Nina ist, was sie ausmacht, was für Ansprüche sie hat und was alles in ihr steckt irgendwie.
Wunderschön auch echt, also wirklich diese Harmonien, die sie einfach aufgenommen hat. Wunderschön hat sich das angehört, in my opinion. Und auf jeden Fall ein richtig, richtig starker und schöner Song vor allen Dingen. Ey, ich will eigentlich gar nicht das Video aufhören, weil das heißt, dass wir mit dem nächsten anfangen. Tinnitus, und das wird der allerletzte vom Album sein. Aber gute Nachricht, wir kriegen ja auf jeden Fall neue Musik, wir kriegen die Tour, wir kriegen einiges an Auftritten, wir kriegen auf jeden Fall a lot of Nina Chuba Content, Freunde. Es ist noch nicht vorbei, es fängt quasi gerade erst an. Und ich freue mich sehr. Morgen haben wir Tinnitus, ich hoffe, ihr seid dafür auch am Start, Freunde. Und ja, vielen Dank aber schon mal fürs Zusehen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer, dann macht ihr nichts falsch und ciao.